Da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldwöller.at. Wir haben ein neues Haus, und zwar das Weidehaus hinter Staffung. Dieses Haus ist wieder so eine Symbiose zwischen, ich habe hier auf der einen Seite ein richtiges Haus mit Strom, Wasser, Klo, Dusche, Licht, Internetempfang, und auf der anderen Seite, direkt vor der Haustür, erstens eine wunderbare Aussicht, absolute Alleinlage, wirklich allein und Ruhelage, und du hast gleich den Wald vor der Tür und kannst Bushcraft, Survival, Outdoor, Abenteuer erleben. Und die Kombination, die hat was. Bevor wir jetzt ins Haus reingehen und ich dir zeige, was das Haus zu bieten hat, sprechen wir noch einmal über das Konzept von diesem Weidehaus hinter Staff. Alleinlage, mitten im Wald, rundherum Wiese. Weidehaus heißt es, weil hier eine Weide war und auch noch ist. Das bedeutet, im Sommer kommen immer wieder mal Hochlandrinder vorbei, also jetzt nicht direkt bis zum Haus oder schaut da nicht beim Fenster rein, aber hier auf der Weide sind sie unterwegs, fressen dann das Futter und gehen dann wieder weg und kommen dann wieder. Das heißt, das ist das eine, aber auf der anderen Seite hast du hier freie Fläche, es ist sehr wunderbarer Ausblick, zeige ich dir dann, aber der Wald ist auch relativ nah. Das bedeutet, du hast hier wirklich eine schöne Ergänzung. Zivilisiertes, luxuriöses, nein, das vielleicht nicht, aber ein richtig schönes Bauernhaus. Du hast eine offene Fläche, du hast wunderbare Aussicht und den Wald in einem. Und das macht dieses Haus hier zu etwas ganz Besonderem. Ja, dann gehen wir gleich einmal rein in das Weidehaus hinter Staff. Und was gleich einmal auffällt im Vergleich zu unseren anderen Hütten und Häusern, die wir haben, du kommst gleich einmal in so einen offenen Luftraum mit Galerie, sehr lichtdurchflutet. Das Haus ist jetzt neu angepasst, neu adaptiert. Mir gefällt es extrem gut, wirklich extrem gut. Das mit der Galerie finde ich großartig, aber es ist natürlich ein Nice-to-have, das muss man auch dazu sagen. Denn eigentlich, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du dich für Waldurlaub interessierst, dich das draußen anfixst, weil drinnen sein kannst du sowieso, aber wenn es einmal trotzdem reingehen soll und man ein bisschen, du weißt schon, so beides haben will, dann glaube ich, bist du da richtig. Da haben wir jetzt die Küche. Es ist, wie gesagt, alles jetzt neu adaptiert und noch nicht hundertprozentig eingerichtet. Das heißt, es wird dann noch hier einige Lampen geben, weitere und auch Bilder. Aber so schaut es aus. Das hier ist sozusagen der Wohnraum. Du hast auch einen Ofen, den du einheizen kannst. Wir haben hier Strom, wie du siehst. Also das ist jetzt nicht mit Batterie betrieben, sondern es ist wirklich ein Strom. Du hast hier Wasser, es gibt hier auch eine Heizung. Also alles ganz normal, ja, alles ganz normal. Dann hier dieser Essraum, auch da wird es noch ein paar schöne Bilder geben, da bin ich mir sicher. Aber das ist einmal der Aufenthaltsraum im unteren Bereich. Dann schauen wir uns gleich einmal den Schlafbereich im Untergeschoss an. Wir gehen dann auch rauf in diese Galerie, aber hier ist mal das erste Schlafzimmer. Und ja, ich meine, hier hinter mir die Tür, da war dieser Essbereich. Und da haben wir ein Schlafzimmer, Doppelbett, einige Fenster, die Licht reinlassen. Und was ich bei dem Haus so toll finde, ist eben dieses, so Kamera scharf schalten, Weidehauskonzept, dass du rausschaust und da ist gleich voll die Natur. Ein sehr sonniger Platz, das heißt, es ist sehr hell, es ist extrem nett, wunderbare Aussicht, also ich finde das großartig. Aber ich weiß natürlich, dass es immer wieder die Frage gibt, da kriegen wir andauernd E-Mails und auch Anrufe und Fragen gestellt, wie ist denn das, Waldurlaub und so weiter, gibt es da etwas, und zwar das hier, ganz kurz. Ja, das ist ein Klo. Auch das haben wir hier. Also wirklich fließendes Wasser und Strom. Das ist kein Fake. Und weil wir schon herunten sind und über Klo gesprochen haben, gehen wir auch in den Bade, also in das Badezimmer. Auch da gibt es sowas. Warte mal, rat mal, was das ist. Ja, ganz genau. Eine Toilette und wiederum die schöne Aussicht. Keine Sorge, du bist hier in Alleinlage. Ich meine, es gibt Vorhänge und so weiter, aber trotz alledem, du bist hier in Alleinlage, da ist nichts rundherum, also da ist jetzt kein Haus nebenbei oder sonst irgendwas, also du bist wirklich hier allein, also kannst duschen oder auch baden in der Badewanne
und gleichzeitig rausschauen und den Schmetterlingen beim Fliegen zuschauen. Und da ich natürlich auch immer wieder konfrontiert bin mit, Reini, stimmt das wirklich? Ja, das stimmt wirklich. Und es gibt auch richtiges Warmwasser. Also, das Haus hat alles, was du wahrscheinlich daheim auch hast. Als ich das erste Mal hier war, hat mich, wie gesagt, diese Galerie und diese lichtdurchfluteten Räume total angefixt. Also, das ist total, also ich finde das total schön. Das ist natürlich sehr individuell, das ist ganz klar. Wenn du jetzt mit kleinen Kindern unterwegs bist und sagst, runterfallen, dann verstehe ich das. Das ist natürlich nicht so toll. Aber wenn das nicht der Fall ist, also ich kann nur sagen, das hat irgendwie was. Irgendwie hat's was. Es ist irgendwie hat's was. Dann hier haben wir jetzt ein Schlafzimmer mit zwei Kinderbetten. Auch hier wiederum schöner Ausblick. Hier raus so eine kleine, weiß ich nicht, ist das eine Kuschelecke, Sitzgelegenheit. Ja, alles mit dieser schönen Galerie. Hier hinten sind dann noch einmal Schlafzimmer zur Verfügung und auch hier Schlafzimmer. Ja, also wir haben alles hier. Alles hier, damit man sich so richtig schön wohlfühlen kann. Wenn du jetzt Fragen zur Belegungsmöglichkeit, zu Preisen, zu Verfügbarkeiten hast, dann gebe ich dir da unterhalb von dem Video den Link auf waldurlaub.at. Da schaust dich um und schaust da an, was du brauchst und sowas und überhaupt. Und ich mag dich natürlich bitten, dem Video Daumen nach oben zu geben und es zu teilen, weil vielleicht gibt es irgendjemanden in deiner Bekanntschaft, Verwandtenkreis oder sowieso, die das cool finden. Danke. Gleich hier hinterm Haus hast du auch die Möglichkeit, ein kleines Feuerchen anzuzünden. Ist ganz klar, denn wenn wir schon auf waldurlaub.at sind, dann willst du wahrscheinlich auch, ja, ich sag jetzt mal, ein Feuer machen oder so, ein bisschen was kriegen. Ja, das geht. Und das Beste ist, das ist jetzt gleich hier hinterm Haus mit einem tollen Ausblick. Meine Kamera kann dieses Ambiente in Wahrheit nicht wirklich einfangen. Das spielt es einfach nicht. Weil es einfach etwas ist, was man erlebt haben muss. Aber hier haben wir jetzt die dazugehörige Feuerstelle eingeweiht. Dann das Haus. Wald ist dann da drüben auch, da schauen wir dann auch noch ganz kurz hin. Aber hör mal. Die Vögel singen. Wir haben heute ein bisschen mehr Wind, aber das ist okay. Ein sehr, sehr schöner Platz, ein sehr, sehr schöner Platz. Ich habe den Platz schon mit einigen anderen Leuten hier. Da war das Ganze jetzt noch nicht adaptiert. Und es ist immer so eine Ruhe hier. Haben wir auf anderen Plätzen auch. Aber ich finde diesen Ausblick rundherum, in alle Richtungen, das ist so, ich weiß nicht, so offen einfach. Und das finde ich großartig. Gar nicht weit weg vom Haus, ja, da beginnt dann der Wald, nach oben und nach unten. Es sind auch einige steile Bereiche dabei, die man nicht begehen kann, aber es gibt immer wieder auch Plätze, wo du was bauen kannst, wo du dein Lager aufschlagen kannst. Auch das Zelten ist hier natürlich rund um das Haus ohne Probleme möglich. Das heißt, du hast hier beides, ne? Du hast das Haus und du hast das gesamte Buschkraftareal zur Verfügung. Es gibt zwar weiter hier hinten eine Wildruhezone, die nicht zu betreten ist. Wenn du zu uns kommst, kriegst du sowieso alle Informationen. Übrigens, wenn du auch zu uns kommst, kannst du dir deinen kostenlosen Waldurlaub-Patch abholen. Bei uns im Bioladen kriegst du alle Informationen, wenn du dich anmeldest. Aber sonst kannst du dich hier im Buschkraftareal frei bewegen. Das heißt, du kannst deine Abenteuer machen, du kannst wandern gehen, du kannst hier, und das möchte ich auch gleich dazu sagen, also Fläche ist hier auch, ich bin ganz schwarz, ja, ganz klar, ich bin der schlechteste Filmer der Welt, ich bin wirklich der schlechteste Filmer der Welt, ist einfach so, aber du hast ja recht große Fläche, das heißt, wenn jetzt du Bogenschießen willst oder wenn du die Armbrust ausprobieren willst, ja, auch das ist möglich, natürlich, wenn dann Weidetiere da sind, die kommen ja einige Mal im Jahr, dann bitte aufpassen, das ist ganz klar, aber wir sind alle verantwortungsbewusste Menschen, also das ist ganz klar, aber du hast hier einfach einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mit dem Bogen einmal ein bisschen weiterschießen, ich möchte von oben nach unten schießen, gerade, es ist einfach alles möglich und das macht diesen Platz hier auch so vielseitig, meiner Meinung nach vielseitig, denn Platz hast du hier wirklich in die Nähe. Ich bin jetzt hier ein paar hundert Meter weg vom Haus gewandert. Ich stehe jetzt hier mitten im Wald. Das ist ein Mischwald. Das heißt, du hast hier einerseits Laub, Rotbuchen, also auch wirkliches Laub, dass du mal ein bisschen was bauen kannst, wenn du hier ein Shelter bauen willst. Sind aber auch Fichten mit dabei. Also so ein richtiger schöner Mischwald, der ideale Voraussetzungen bietet. Du hast immer wieder
gerade Flächen, dann ein bisschen Steine mit dazu, dann geht es wieder rauf, dann geht es wieder runter, dann kommt wieder eine Wiese. Also es ist ein abwechslungsreiches Gelände, das meiner Meinung nach ideal für Bushcraft-Abenteuer und für Survival-Training geeignet ist. Aber schau es dir am besten selbst an. Das wollte ich da auch noch zeigen. Und zwar hier oben ist das Haus, da hinter mir. Und da geht es noch einmal weiter auf der Weide, auf der Wiese. Und hier hinten beginnt dann auch wieder der Wald. Also ein absolutes Paradies. Ein absolutes Paradies. Wenn dir das, was du hier gesehen hast, gefallen hat und du auch hier stehen willst und die Natur genießen willst, geh wieder unten den Link auf waldurlaub.at, auf unser Portal. Dort kannst du das Weidehaus Hinterstaff auch gerne anmieten. Schau dir das an, wie viele Personen, welcher Preis, wann verfügbar, Ausführungen, Ausstattungen. Schau dir das ganz einfach an. Ich sage danke fürs Dabeisein und würde mich freuen, wenn du auch bei uns vorbeischaust. Und vielleicht sehen wir uns ja auch hier auf waldurlaub.at. Und nicht vergessen, deinen Badge aus dem Bioland-Laden holen, wenn du hier Gast bist. Das ist auch ganz klar. Dein René Rossmann und ciao, ciao.